für euch. Wir haben ein Golf 7R. Wie ich finde, in der aktuellen und der besten Farbe, finde ich zumindest vom optischen her am schönsten bei diesem Auto. Wir werden nachher eine kleine Runde fahren und da werden wir euch natürlich mitnehmen. Wir werden ein bisschen Soundfile machen, wir werden ein bisschen Serie machen, wir werden ein bisschen vergleichen. Warum das Auto hier ist? Und zwar folgendes. Wir haben einen Kundenwunsch und der Kundenwunsch beinhaltet eine Downpipe. Das heißt, wir werden das Bauteil vom Turbolader bis zum Mittelschalldämpfer tauschen und wir werden in die Software eingreifen. Der Kunde wünscht ein bisschen dezent, dass man an die Schubabschaltung rangeht. Ich empfehle es zu machen nur in Sport und manuell. Das heißt, wir werden den Drive das ganz normal lassen und werden es auf 2 Sekunden begrenzen. Das heißt, eher dezent, nicht zu übertrieben. In meinen Augen ist das das Beste, aber das kann jeder Kunde selbst entscheiden. Man kann natürlich auch länger machen. Man kann es auch in Drive machen. Das heißt, dass es in jedem Fahrmodi wählbar ist, macht aber für mich keinen Sinn. Ja? Soll jeder selber entscheiden. Jetzt würde ich gar nicht lang rummachen. Sitzen wir rein ins Auto, fahren wir los, hören wir uns gleich. Ja, jetzt sind wir im Fahrzeug. Wie gerade eben versprochen, nehmen wir euch jetzt eine kleine Runde mit. Wir sind aktuell komplett Serie. Das Einzigste, was der Kunde schon verbaut hat, ist ein offener Pilz. Finde ich persönlich nicht so gut. Ist auch leistungstechnisch definitiv nicht von Vorteil. Er wird es ändern, er wird was anderes verbauen, er wird ein geschlossenes System verbauen. Das tangiert uns aber nicht. Ihr wisst, warum das Auto hier ist. Wir haben die Aufgabe Downpipe, wir haben die Aufgabe Schubabschaltung dezent. Das wird man jetzt erfüllen. Ich fahre trotzdem vorab mit dem Auto und gucke, ob alles in Ordnung ist. Auch wenn wir hier erst knapp 40.000 Kilometer haben, aber ich will mich einfach rückversichern, ob soweit alles passt. Kommen wir kurz zum Thema Schubabschaltung. Ja, wenn du gerade mal hier runterleuchtest, Marcel, wir haben hier den Gangwheelhebel und wir fahren aktuell in D, also in Drive. Die Schubabschaltung wird nachher programmiert auf S, das heißt, ihr geht einmal runter, dann wäre sie aktiv, oder in M, das heißt, ihr geht einmal rüber. Sobald ihr wieder zurückgeht in D, passt, kannst du da hochkommen. Sobald ihr wieder zurückgeht in Drive, ist die Schubabschaltung nicht aktiv. Das heißt, sie wird nur in den Modes S und M funktionsfähig sein und wir werden sie auf 2 Sekunden begrenzen. Da geht es einfach darum, dass das ganze Thema einfach haltbar bleibt, auch wenn viele sagen, ja, das ist egal, man kann mehr. Ich sag lieber weniger, aber so, dass es auf jeden Fall standhaft bleibt für die Dauer und dass es keinerlei Probleme gibt. Gehen wir noch kurz aufs Auto ein. Golf 7R, viele 6er schon gemacht, viele Edition gemacht. Ich finde das Auto richtig gut. Tolle Straßenlage, toller Klang. Da kommen wir aber nachher noch dazu. Da hängen wir euch nachher noch eine Kamera nach hinten. Ich persönlich finde es vom Fahrverhalten, von der Geräuschkulisse, vom Klang her ein sehr, sehr schönes Auto. Was ich auch schön finde, sind die Schaltpedals. Wenn man die sieht, hat was, ne? Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir hier gar nicht groß weiter dran rum. Hängen wir eine Kamera nach hinten, fangen ein bisschen Sound ein und dann sehen wir uns hier drinnen gleich wieder. Das heißt, du kannst auf Pause machen. Gesehen habt, war einfach nur eine kleine Aufnahme vom Seriensound. Jetzt möchte ich gar nicht weiter rummachen. Wir haben jetzt die Schubabschaltung angepasst und da wollen wir euch jetzt einfach eine kleine Kostprobe geben. Wie schon gesagt, es ist auf 2 Sekunden begrenzt, nur in Sport und in manuell.
kann sich jeder selber aussuchen, gibt die Möglichkeit, über den Knopf zu steuern, gibt die Möglichkeit, wie schon gesagt, gerade in S&N zu steuern. Viele wollen es auch gar nicht, dass man es abschalten kann. Gibt sämtliche Möglichkeiten. Wenn ihr da Infos haben wollt, fragt einfach an. Wir haben unten die E-Mail-Adresse. Wir haben unsere Homepage. Da wird auch noch bekannt gegeben, ab wann die jetzt neu endlich online ist. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir gar nicht lang rum. Marcel, gehen wir ab nach hinten. Jetzt kommt Teil 2 mit Schubabschaltung. Programmierten Schubabschaltung. Wenn jetzt die Downpipe dann drin ist, wird das noch mal deutlich lauter. Das kommt dann allerdings im Video Nummer 3. Das heißt, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Downpipe Video folgt als nächstes. Da wünsche ich euch definitiv viel Spaß beim Zugucken. Ich kann nur sagen, Golf 7R hat viel Potenzial, macht viel Spaß, perfektes Einsteigerauto, falls ihr gerade ein Fahrzeug sucht. Seid ihr mit Golf immer richtig angezogen, ganz vorsichtig ausgedrückt, für wenig Geld, für wenig Investition kann man sehr viel an Leistung rausholen. Es macht sehr, sehr viel Spaß und ist auch relativ langlebig, wenn man es nicht übertreibt. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir ins nächste Video und dann werdet ihr den Umbau von der Downpipe sehen, beziehungsweise was muss ich beachten, wie baue ich die Downpipe um. Und jetzt würde ich sagen, machen wir gar nicht lang weiter. Ciao.